Ja, also wir haben jetzt jeder unseren eigenen Schal gestrickt an der Strickmaschine mit den Strickern hier vor Ort. Und jeder hat sich ein Muster aussuchen dürfen, eine Farbe, also ein Garn dazu. Und ja, dann haben wir versucht, so unter der Anleitung von den Herren das irgendwie hinzubekommen. Ja, es. Was meine ich? Ich glaube, die ist leicht. Weiße. Ja. Ja? Ja. Nehmen wir. Okay. Ja. Mejor du gehst mit mir, Señor Victor, und Samira geht zu Pedro. Ja, okay. Im Cambio. Ja. Ja. Welche Breite? Also ungefähr? 20. Normalerweise die Stricken 1,80 Meter lang oder 1,60 Meter und 22, 21 Zentimeter. Die Idee ist jetzt einfach, dass die beiden Botschafterinnen mit diesen Maschinen selber zumindest beginnen, einen Schal zu stricken. Also jetzt muss ich 9-mal hin und her fahren. Und jetzt die Maschen überkreuzen. So. Costa. Ahí está, así. Cuatro. Das sind Handstrickmaschinen. Die Samira arbeitet an einer 3-Gauge-Maschine. Also das definiert sich dadurch, dass 2 Pulgadas, das sind also Pulgada, ist eine amerikanische Maßeinheit, ca. 2,5 cm, passen 3 Nadeln rein. Und die Kati strickt an einer 5-Gauge-Maschine. Das heißt, da passen dann in diese Maßeinheit 2,5 cm 5 von diesen Stricknadeln rein. Hier die Einmaschen von der einen Seite vom Zopf, also beide erstmal rausgezogen und dann die von der rechten Seite nach links und die von links dann nach rechts. Das ist aber sehr schwierig. Ja, die Aufgabe von den Botschaftern ist, einmal kennenzulernen, wie schwierig es ist, einfach diese Strickmaschinen zu bedienen und einen Schal oder einen Stoff oder einen Pullover zu erstellen. No hay problema. Okay. Also, ja, so viel habe ich schon. Ja, es ist ziemlich schwierig, weil man immer gleichzeitig die Fäden also überkreuzen muss und wieder auf andere Nadeln und dann fallen die ständig runter, die Maschen. Ja, ich glaube, ich habe mir ein bisschen einfache Muster ausgesucht. Die Samira kämpft da gerade ganz schön, weil sie da sowas Geflochtenes hat und es ist ziemlich kompliziert. Ich glaube, wenn man das mal drin hat und ich weiß nicht, dann glaube ich, macht es auch Spaß, aber so ist ein bisschen deprimierend.